Ja, der Wahl-o-mat Schleswig-Holstein 2022 ist verfügbar. Ja, und den testen wir in diesem Politikvideo. Start. Flächen für Windkraftanlagen. In Schleswig-Holstein sollen keine weiteren Flächen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Stimme nicht zu. Allgemeine Impfpflicht. Das Land soll sich dafür einsetzen, dass für alle Volljährigen eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 gelten soll. Stimme zu. Auf Bundesebene wurde die Impfpflicht wohl abgeschafft, also im Bundestag wurde der Antrag zur Impfpflicht für Leute über 60 von der Ampel abgelehnt. Haben die irgendwie wohl heute oder gestern halt darüber abgestimmt. Ja. Autobahn A20. Die Autobahn A20 soll wie geplant mit der Elbquerung westlich von Hamburg weitergebaut werden. Ja, stimme zu. Digitale Endgeräte. Das Land soll allen Schülerinnen und Schülern kostenlos digitale Endgeräte zur Verfügung stellen. Nee, stimme nicht zu. Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Schleswig-Holstein soll sich dafür einsetzen, dass die deutschen Verteidigungsausgaben dauerhaft erhöht werden. Ja, da stimme ich zu. Vor allem auch auf Hinblick von Ukraine und so weiter. Nutztierhaltung. Die Zahl der Nutztiere soll im Verhältnis zur landwirtschaftlichen Fläche eines Betriebes begrenzt werden. Stimme nicht zu. ÖPNV auf dem Land. Die Landesmittel für den öffentlichen Personennahverkehr sollen vorrangig im ländlichen Raum eingesetzt werden. Stimme nicht zu. Ja, der ÖPNV muss besser ausgebaut werden, aber es soll nichts irgendwas bevormundet werden. Oder bevorzugt werden, genau zu sein. Verdachtsunabhängige Personenkontrollen. In Schleswig-Holstein soll die Polizei auch verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen dürfen. Ja, warum nicht? Ferienwohnungen. Private Wohnungen in Schleswig-Holstein sollen weiterhin als Ferienwohnungen vermietet werden dürfen. Ja, stimme zu. Der Gedenkstättenbesuch. Der Besuch einer Gedenkstätte, die an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert, soll für alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein verpflichtet sein. Ja, denn das ist eine wichtige Zeit. Also, das ist sehr wichtig, dass darüber aufgeklärt wird, über den Nationalsozialismus. Und ich war 2019 mit meiner Klasse von der allgemeinbildenden Schule auch beim ehemaligen KZ Bergen-Belsen. Und ja, ich finde, das sollte verpflichtend sein. Aufträge des Landes. Aufträge des Landes sollen nur an Unternehmen vergeben werden, die Tariflöhne zahlen. Nee, nicht unbedingt. Geflüchtete in Kommunen. Kommunen in Schleswig-Holstein sollen selbst entscheiden dürfen, ob sie Geflüchtete aufnehmen. Nee, darüber entscheidet die Bundesregierung. Kostenpflichtige Fahrradmitnahme. Im gesamten öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein soll die Fahrradmitnahme weiterhin kostenpflichtig sein. Ja, sollte, weil Fahrräder Platz auch wegnehmen im Bus. Deswegen, ja. Unternehmen und Hochschulen, die staatlichen Hochschulen Schleswig-Holstein, sollen stärker mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten. Ja, wenn daraus irgendwie Ausbildungsverhältnisse zum Beispiel entstehen, dann, ja, soll weiterhin erlaubt sein.
kann nur zum Vorteil sein für beide Seiten. Wahlrecht für Ausländer. Alle dauerhaft in Schleswig-Holstein lebenden Ausländerinnen und Ausländer sollen an den Kommunalwahlen teilnehmen dürfen. Nein, stimme nicht zu. Denn ja, wenn man 3 Monate halt in Deutschland lebt und einen deutschen Pass besitzt, darf man halt auch schon halt auch an Kommunalwahlen und Landtagswahlen teilnehmen. Deswegen stimme nicht zu. Naturnahe Flächen. In Schleswig-Holstein soll die Bebauung naturnaher Flächen stärker gesetzlich begrenzt werden. Nee, da stimme ich nicht zu. Krankenhäuser in öffentlicher Hand. In Schleswig-Holstein sollen mehr Krankenhäuser in öffentlicher. Warte. Soll mehr Krankenhäuser in öffentlicher Hand sein? Nein, stimme nicht zu. Gemeinsamer Unterricht bis zur 10. Klasse. Alle Schülerinnen und Schüler sollen bis zur 10. Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Nein, denn dann beginnt so gesehen die heiße Phase mit Ausbildungen so und um Schulabschluss. Und da ist es besser, wenn die Schüler nach ihren Stärken halt unterrichtet werden und nicht irgendwie so mit, ja. Die Lehrer sind dann auch besser denn auf. Lehrer sind dann halt auch besser, ja, auf die Schüler sind abgestimmt und können sich auch auf die Schüler konzentrieren. Deswegen, nein. Und in den Pausen sieht man sich so oder so, ja, wenn man irgendwie Freunde hat. Weggeworfene Lebensmittel. Das Land soll sich dafür einsetzen, dass die Mitnahme weggeworfener Lebensmittel aus Mülltonnen von Supermärkten weiterhin strafbar sein soll. Ja, stimme zu, denn wenn man halt zum Beispiel verdorbene Sachen erwischt, die wirklich schlecht sind, aus Versehen halt, oder durch Krankheiten irgendwie halt sich dadurch irgendwas einfängt, dann ist nicht geklärt, ob es halt, wer jetzt schuld daran ist und mit versicherungstechnisch halt aussieht. Man sollte die Lebensmittel, die Supermärkte sollten die Lebensmittel lieber mehr an halt, ja, Obdachlosen spenden und auf Wochenmärkte geben, als sie wegwerfen. Container ist ja auch schließlich keine Lösung. Deswegen, ja, stimme zu. Lobbyregister. InteressenvertreterInnen und Interessenvertreter, die Zugang zum Landtag haben, sollen in öffentlichen Listen Lobbyregister erfasst werden. Ja, der Landtag in Schleswig-Holstein ist wirklich alles geprüft, die Abgeordneten sind alle geprüft und ist wirklich alles da neutral. Und ja, die Abgeordneten sind alle sauber. Also stimme nicht zu. Abschiebung von Asylbewerbern. Schleswig-Holstein soll abgelehnte AsylbewerberInnen und Bewerber konsequent abschieben. Ja, stimme zu. 350-Euro-Ticket. In ganz Schleswig-Holstein soll im öffentlichen Personennahverkehr ein 365-Euro-Jahresticket eingeführt werden.
Also sprich 1 Euro pro Tag. Ja. Da man mit sicher nicht jeden Tag mit dem Bus oder Bahn fährt, würde ich eher sagen, nein. Bei der Besetzung von Führungspositionen in landeseigenen Betrieben soll eine verbindliche Frauenquote gelten. Ja, da stimme ich zu. Politische Bildung an Schulen. Politische Bildung soll bereits ab der ersten Klassenstufe in allen Schulformen Schleswig-Holsteins verpflichtend unterrichtet werden. Nein, sollte nicht. Man muss die Kinder auch Kinder sein lassen. Es ist wichtig, dass die Kinder zwar schon politisch sich mehr halt politisch engagiert werden, also mehr Erfahrung und Wissen dort in Politik bekommen. Aber in der Grundschule sollte man den Kindern eher das Wichtigste beibringen, wie Rechnen, Schreiben, Lesen. Halt diese Grundsätze, die man auch fürs Leben braucht. Politik braucht man jetzt nicht unbedingt fürs Leben. Deswegen stimme nicht zu. Straßenausbaubeiträge. Bei Straßensanierungen sollen die Kommunen weiterhin Beiträge der Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer erheben dürfen. Nein, stimme nicht zu. Landärzte. Ein Teil der Medizinstudienplätze in Schleswig-Holstein soll an Menschen vergeben werden, die sich verpflichten, anschließend als Ärztin und Arzt auf dem Land zu arbeiten. Ja, damit könnte man halt diesen Arztmangel auf dem Land bekämpfen, deswegen ja. Betreuungskosten. Eltern sollen sich weiterhin an Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas beteiligen. Nein, stimme nicht zu. Kitas sollten umsonst sein. Senkung der Grunderwerbssteuer. Die Steuer auf Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum soll gesenkt werden. Ja, da stimme ich zu. Arbeitserlaubnis für Asylbewerber. AsylbewerberInnen und Bewerber in Schleswig-Holstein sollen unmittelbar nach ihrer Antragstellung eine Arbeitserlaubnis erhalten. Die meisten bekommen schon eine Arbeitserlaubnis wohl. Und deswegen, nee, stimme nicht zu. Kommunale Grundversorgung. Die kommunale Grundversorgung, zum Beispiel Gas, Strom und Müllabfuhr, soll ausschließlich in öffentlicher Hand sein. Ausschließlich? Nein, stimme nicht zu. Es soll auch Privatunternehmen geben dürfen. Gemeinsamer Unterricht. Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung sollen generell gemeinsam unterrichtet werden. Nein. Denn Schüler mit Behinderungen brauchen speziellere ausgebildete Lehrer. Deswegen sollten halt nicht gemeinsam unterrichtet werden. Stimmen nicht zu. Abbau von Schulden. Überschüsse im Landeshaushalt sollen vorrangig zum Abbau von Schulden eingesetzt werden. Ja, da stimme ich zu. Sinti und Roma. Oder wie Mirko das ausspricht, Roma. Das Land soll Projekte gegen die Diskriminierung von Sinti und Roma stärker fördern. Ja, da stimme ich zu. Tariflohn für Pflegekräfte. Schleswig-Holstein soll sich dafür einsetzen, dass alle Pflegekräfte nach einem einheitlichen Tariflohn bezahlt werden müssen. Nein, sollte nicht nach einem einheitlichen Tariflohn bezahlt werden. Denn manche, zum Beispiel Ärzte, müssen halt mehr verdienen, weil die halt besser ausgebildet sind. Und
Und es ist was anderes, wenn ich nur mich um kleine Kinder kümmere, als wenn ich mich nur den ganzen Tag um alte Leute kümmere. Deswegen, nein, sollte nicht. Mietpreisbremse. In Schleswig-Holstein soll es wieder eine Mietpreisbremse geben. Nein, stimme nicht zu. Geschlechtsidentitäten. Schreibweisen, die neben der männlichen und weiblichen auch andere Geschlechtsidentitäten abbilden, sollen in der Schule untersagt bleiben. Ja, da stimme ich zu. Gas- und Stromsperren. Energieversorgungsunternehmen sollen privaten Haushalten bei erheblichem Zahlungsverzug weiterhin Gas und Strom abstellen dürfen. Da bin ich neutral. Das sollte wirklich nur die letzte, allerletzte Sache sein, wenn der Vermieter, also der Mieter halt keine einzige Lösungsvorschlag annimmt, wie man das halt entgegengehen kann. Ja. Denn das ist schon ein ziemlich heftiger Einschnitt, deswegen neutral. Deutschkurse für zugewanderte Deutschkurse für Zugewanderte. Alle Zugewanderten in Schleswig-Holstein sollen Zugang zu kostenlosen Deutschkursen haben. Ja, damit die Deutsch lernen, definitiv. Ja, stimme zu. Ja, weiter zur Auswahl der Parteien. Natürlich wähle ich alle Parteien aus. Keine Frage. Joa. An erster Stelle habe ich die CDU, dann AfD, FDP. Und zum Schluss habe ich die Linke. Ja, bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Mich wundert es nur ein bisschen, dass ich doch ein bisschen zu viel AfD habe. Dass die AfD bei mir an zweiter Stelle ist, aber ja, könnt gerne, falls ihr den Wahl-O-Mat auch machen wollt, Link ist in der Videobeschreibung, könnt gerne auch euer Ergebnis in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.